Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen. Heute ein Statement oder ein Spontanvideo, nicht über ein biblisches Thema, sondern mit der Frage, was ist los heute im Internet? Zum Beispiel, was ist los heute auf Facebook? Ich sehe nur und lese nur, wie sich Christen gegenseitig sich beschimpfen, beleidigen und bekriegen. Vor allem Internetprediger, die das Evangelium verkündigen und durch das Internet, auf Facebook, über Live-Videos oder über YouTube-Videos. Ich sehe nur, wie sich diese Prediger gegenseitig zerfleischen. Ich meine, was ist los heute? Warum können die Christen nicht mehr eine Einheit sein? Warum fällt jeder Christ in die Falle des Satans rein? Das ist doch das Werk von Satan, Christen, dass sie auseinanderbrechen. Um etwas zu zerstören, muss man es von innen zerstören, damit es auch wirklich kaputt geht. Und das versucht der Satan mit diesen Christen zu machen, mit uns Christen. Ich habe sowas Ähnliches auch in mein eigenes Fleisch gelebt. Und wenn ich mir das heute ansehe bei den anderen, dann sage ich mir, wie konnte ich auch auf so eine Falle reinfallen? Ich sehe, wie Christen sich gegenseitig mit dem Finger zeigen und sich beschuldigen, wer die meisten und die größeren und die schlimmere Sünde hat von denen. Wer der bessere Prediger ist. Wer die meisten Mitglieder hat. Wer die besseren Anhänger hat. Ja. Und wenn jemand was sagt über den anderen, dann kommen Drohungen in private Nachrichten. Leute. Ja, wir entehren hier Jesus Christus ganz klar mit diesen Streitigkeiten. Wir ehren nicht mehr Jesus. In der Bibel steht, dieses Volk ehrt mich mit dem Mund, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ich sage heute sogar, dass wir heute nicht mal mehr mit dem Mund Gott ehren, weil unser Herz hat unseren Mund sogar so beschmutzt, dass wir es nicht mal hinbekommen, Jesus mit unserem Mund zu ehren. Also manche Evangelisten, Prediger rechtfertigen sogar ihre Art und Weise, dass sie real sind, dass sie ehrlich sind und dass sie sich vor der Kamera nicht verstellen, dass sie so sind, wie sie sind und sagen schmutzige Wörter, Beschimpfungen. Sie sagen unzüchtige Worte, alles so beschmutzte von der Welt des Satans. Und sie rechtfertigen es so, dass sie so zeigen, ja, ich bin wenigstens real, ich verstelle mich nicht vor der Kamera, ich bin so, wie ich bin. Ey Junge, es interessiert kein Mensch, wie du in Wirklichkeit bist, wie du, ob du ehrlich bist oder nicht. Es interessiert im Internet kein Mensch, was du für einen Charakter hast. Leute, die im Internet Predigen anhören, interessiert das Wort Gottes. Sind Menschen, die wollen durch das Wort Gottes aufgebaut werden. Sie wollen Antworten finden auf ihre Fragen und sie wollen mehr dazu lernen. Es interessiert kein Mensch dein Privatleben und dass du dich so zeigst, du bist real. Wie du wirklich bist, dein Charakter, ob du real bist, ehrlich, das interessiert die Leute, wo du im Alltag um dich herum hast, wo wirklich mit dir Gemeinschaft habe und nicht die Leute im Internet. Das interessiert kein Mensch. Denn wenn ich mir eine Predigt anhöre im Internet, dann will ich was davon haben. Es interessiert mich nicht dein Charakter in dem Moment, ob du Streitigkeiten hast oder nicht. Denn wenn du Probleme hast, hast du eine Familie, Freunde um dich herum, wo du drüber sprechen kannst. Nicht im Internet, in der Öffentlichkeit. Und viele sagen, ja, das ist Christsein, ehrlich zu sein. Nein. Auch ehrlich zu sein muss richtig angewendet sein. Denn ich kann ehrlich sein auf eine böse Art und ich kann ehrlich sein auf eine gute Art. Ich kann ehrlich sein auf eine arrogante Art und ehrlich sein auch auf eine beleidigende Art. Aber ich kann genauso ehrlich sein auf eine liebevolle Art, auf eine respektvolle Art. Das ist der Unterschied. Und nicht einfach nur ehrlich sein, wie es dir passt, sondern ehrlich, aber auf der richtigen Weg. So wie der Herr Jesus ehrlich war, aber mit voller Liebe immer zu den Leuten gesprochen hat. Und
Nur weil Jesus mal einen Ausraster hatte im Tempel, rechtfertigen die Christen, dass es heute normal ist, auszuticken. Leute, ich habe das Gleiche erlebt vor einigen Monaten, als ein Christ mich beschuldigte und uns und diejenigen, die den Glauben haben, wie ich, als Götzendiener beschimpfte. Ich hatte mich auch so provozieren lassen und ich hatte auch dieses Wut in mir, dass ich auch ein Gegenvideo machte und auch ziemlich aggressiv zu ihm sprach. Ich habe ihn jetzt nicht direkt beschimpft oder beleidigt, aber ich habe die gleiche Wörter benutzt, die er gegen mich benutzt hat. Und wenn ich mir heute das im Internet sehe, im Facebook, und ich schaue, wie ich, dass ich genauso vor einigen Monaten in so eine Falle ertappt bin, dann sage ich, nee, so will ich nicht sein. Ja, also ganz ehrlich, ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich dieses Video auch lösche von meinem Kanal. Und denn ich möchte meinen YouTube-Kanal sauber halten. Ich möchte nicht diese Streitigkeiten in meinem Kanal haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Video auch löschen. Und ich entschuldige mich auch für dieses Verhalten, was ich vor ein paar Monaten gehabt habe. Aber Leute, wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Ja, wir müssen Herr groß machen und ehren. Wir müssen Jesus ehren. Ja, es interessiert niemand dein Privatleben. Das Internetpredigen geht um Jesus Christus und das Wort Gottes. Und nicht, ob du real bist oder nicht. Denn ob du real bist oder dein Privatleben interessiert nur dich und Gott. Er richtet, nicht wir. Aber rechtfertige nicht deine Art und Weise, indem du sagst, ich bin real. Ja, jeder von uns ist real. Aber jeder von uns kann sich auch verstellen. Also so eine Mitleidstour würde ich komplett sein lassen. Also liebe Evangelisten, liebe Internetprediger, hört auf, euch zu bekriegen. Seid eine Gemeinschaft. Versucht uns zu vereinen und das Wort Gottes zu verkündigen. Denn des Geistes Antichristen wird immer offenbarer und er wird immer stärker und mächtiger. Und wenn wir Christen zu beschäftigt sind, uns gegenseitig zu bekriegen, haben wir gar keine Energie mehr und auch keine Erfüllung durch den Heiligen Geist, gegen den Antichristen zu kämpfen. Also, liebe Geschwister, bittet, geht in euch hinein, betet zum Gott, dem Vater und den Herrn Jesus Christus, dass er diese Wut, diese Provokation wegnimmt und dass wir wieder im vollen Geiste das Evangelium auch durchs Internet verkündigen können. Ich bete für euch, ich bete für mich, ich bete für uns alle Christen, dass wir diese Drangsal überstehen werden. Gottes Segen und Shalom.